Es ist Donnerstag, der 10. Mai 2018. Dies ist die Sendung Macht und Menschenrechte von unser Politikblog. Heute geht es um die Polizeiaufgabengesetze. Mein Name ist Volker Reusing und ich spreche heute mit Ulrich Brehme vom Arbeitskreis Demokratie, Außenpolitik, Europa von der Ökologisch-Demokratischen Partei. Ja, hallo Uli. Ja, hallo. Du hast einen Antrag initiiert, einen Initiativantrag, der am letzte Woche Sonntag beim Bundesparteitag der ÖDP beschlossen worden ist, ja. Zu den geplanten Änderungen der Polizeigesetze vom Bund und Ländern. Was ist Inhalt des Antrags? Was sind die Kernaussagen? Ja, ich muss mal kurz gucken, wo habe ich es liegen. Wir haben hier, ich muss jetzt mal meinen Zettel suchen, hier ist er geblieben. Hier sind die Zettel auf dem Tisch. Ja, also die ÖDP hat beschlossen, die ÖDP lehnt die schleichende Unterwanderung der bürgerlichen Freiheitsrechte wie dem Grundrecht auf Schutz privater Daten, dem Telekommunikationsgeheimnis, der Unverletzlichkeit der Wohnung durch staatliche Behörden ab. Unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung werden durch die Polizei und andere staatlichen Behörden die Freiheitsrechte der Bürger ausgehöhlt, ohne dass eine tatsächliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht. Damit wird das Prinzip einer unhintergehbaren Trennung von Polizei und Geheimdiensten aufgegeben. Und dagegen protestieren wir, dagegen richtet sich die Resolution. Im Kern geht es darum, dass eben auf Landesebene der Polizei immer mehr nachrichtendienstliche Mittel gegeben werden und dadurch wird es eben immer mehr möglich, dass auch die Polizei, dass die immer stärker nachrichtendienstlichen Charakter bekommt, dass sie wie ein Geheimdienst operiert und ja, damit wird natürlich auch das Vertrauen, das man eigentlich in die Polizei hat, zerstört. Heute haben ja zahlreiche Medien berichtet. Heute am 10. Mai hat es eine Großdemonstration gegeben in München. Geschätzte 30.000 Teilnehmer. Die ÖDP ist dort mit dabei. Auch FDP und Grüne und linkere Parteien und zahlreiche NGOs. Und nächste Woche Dienstag, habe ich gelesen, soll das neue Polizeigesetz im Bayerischen Landtag beraten und vielleicht auch schon beschlossen werden. Ja, da sind wir lange hin, ja. Ja, also es ist so, dass ich sehe, dass unter dem Bundesinnenminister Seehofer dort alles erarbeitet wurde und der ist jetzt nach Berlin gegangen, ist jetzt Bundesinnenminister geworden und daher sehe ich eben, dass das, was wir dort in Bayern erleben, dass das jetzt überall in allen anderen Bundesländern sich auch umgesetzt wird. Das ist CDU-CSU-Politik und also auch in Niedersachsen, in NRW, ich habe gehört, Sachsen und Thüringen und woanders wird als auch schon darüber diskutiert, wie man jetzt das Polizeirecht weiter ausweitet. Ja, und das ist zum großen Teil eben auch verfassungswidrig, was da beschlossen wird, meiner Meinung nach. Es gibt also auch Datenschutzbeauftragte des Landes Bayern, die sich dazu ganz klar, also der Landesdatenschutzbeauftragte von Bayern hat sich dazu ganz klar geäußert, dass eben der Zugriff auf Daten, so wie er dort in dem Gesetzentwurf umgesetzt werden soll, dass das eben verfassungswidrig ist. Und zum Teil ist das auch schon beschlossen worden, also wenn es jetzt um das Gefährderstrafrecht geht, dort ist also schon beschlossen worden, dass man Menschen, die man als Gefährder klassifiziert, dass die andere Rechte haben als normale Bürger. Ne? Dahinter steckt ein politisches Konzept, das sogenannte Feindstrafrecht, das ist 1985 von einem Strafrechtler, von einem Herrn Jacobs,
entwickelt worden und darauf geht das zurück. Und das heißt eben, dass man unterscheidet zwischen Bürgern und Feinden der Gesellschaft. Und der Gefährder, also der Feind, der soll andere Rechte haben, weniger Rechte haben als der Bürger. Und sowas gab es auch schon in der Zeit des Nationalsozialismus. Ne? Da hat man dann eben von Volksschädlichen gesprochen, die man in Schutzhaft nimmt. Und da wurden, als Volksschädlinge wurden eben alle möglichen Kategorien dann dazu gerechnet, die eben den Nazis da im Weg waren und die sie bekämpfen wollten. Und genau, es gab ja dann auch die entsprechenden Polizeireformen dann der Nazis, dass sie also ein Reichssicherheitshauptamt auch geschaffen haben. Und genau daraus folgt ja auch, dass wir ein Trennungsgebot haben zwischen Polizei und Nachrichtendiensten. Und durch so eine Gesetzesreform wie das Polizeiaufgabengesetz in Bayern und auch in den anderen Bundesländern, durch diese Reform der Polizeigesetze wird diese Trennung eben aufgehoben zum Teil und immer weiter ausgeweitet. Und das ist etwas, ja, wo ich mir Sorgen mache, wo ich mir sage, das ist nicht gut. Das führt in eine falsche Richtung. Und ich sehe diese Entwicklungen eben auch in einer, in einer Entwicklung, ne? Also 2007 war also Schäuble, der Bundesinnenminister, da hat der also dafür geworben, dass die Folter wieder eingeführt werden sollte gegenüber Gefährdern oder dass man sogar Terrorverdächtige ermorden solle, hat er in einem Spiegel-Interview gesagt. Und dann das Bundesverfassungsgericht hat Schäubles Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung dann verboten. Und jetzt erleben wir eben, dass dieses Thema jetzt wieder nach oben kommt. Ne? Also die Große Koalition hat im letzten Jahr 2017, also wieder die Online-Durchsuchung von Computern, also mit Staatstrojanern, legalisiert, also ein neues Gesetz dort geschaffen. Und ja, die Länderpolizeien wollen jetzt auch mit diesen Mitteln arbeiten. Also nicht nur die Geheimdienste, auch die Polizeien wollen das. Und es werden dann eben Keylogger eingesetzt, mit denen man Tastatureingaben aufzeichnen kann, speichern kann oder auch manipulieren kann oder die Technik ganz blockieren kann. Da gibt es eben mehrere Möglichkeiten und es werden Router manipuliert, mit denen man dann diese Mitschnitte dann auch wegsenden kann und erfassen kann. Und es werden auch eben neue Bundesbehörden gegründet. Das ist auch Ende 2017 passiert. Da hat man im Südosten Münchens hat man eine neue Bundesbehörde geschaffen. Zentralstelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, CITES. Und dort werden Hacker beschäftigt, die für die Polizei oder das BKA, den Verfassungsschutz oder Bundesnachrichtendienst, sozusagen Computer knacken und da irgendwie diese Gesetze dann anwenden. Und ja, es geht dann so weit, dass im Ende letzten Jahres auch der damalige geschäftsführende Bundesinnenminister Thomas de Maizière dann auch die Industrie verpflichten wollte, also digitale Einfallstore für das Ausspionieren von Computern einzubauen, dass die Industrie gezwungen wird, eben dass Computer, Smart TVs, Autos oder ähnliches, überall wo Computer drin sind, das ist ja fast, wird ja immer mehr, dass man da eben, dass der Staat dort die Möglichkeit hat, dort dann auch reinzukommen. Und ja, das betrifft unsere Lebenswelt und unsere Privatsphäre, wo das ja immer stärker wird. Und ja, mit den neuen Polizeigesetzen entsteht da jetzt ein neuer Höhepunkt, sag ich mal. Ne? Also die Vorratsdatensammlung kann von der Polizei genutzt werden. Es gibt die Funkzellenabfrage, wo man gucken kann, wer ist alles, befähigt sich in einer Funkzelle von einem Handymast sozusagen, wer ist da in der Nähe. Die Kennzeichenerfassung von Fahrzeugen, von Autos wird legalisiert. Auch die heimliche Kennzeichenerfassung als Massendatenerfassung eben. Ja, man kann Daten und Bilder sicherstellen das widerspricht auch dem Grundgesetz. Ist der Richtervorbehalt bei der Überwachung und bei der Ingewahrsamnahme, also Festnahme, kann übergangen werden. In Bayern 3 Monate, in anderen Bundesländern sind das nun andere Fristen, aber sowas kann man auch
weiter missbrauchen. Ich will gar nicht sagen, dass die jetzige Landesregierung das jetzt ganz massiv einsetzen wird, aber dieses Recht, wenn das beschlossen ist, ist gültig und ja, wir werden uns damit auseinandersetzen müssen als Bürger, eben was das bedeutet. Ich entnehme im bisherigen, also dass da vor allem so drei große Knackpunkte sind. Einmal unverhältnismäßige Eingriffe in den Datenschutz, einmal Aufweichung der Trennung zwischen Polizei und Geheimdienst und einmal die Voraussetzung und die Dauer, wie lange man Menschen wegsperren kann, ohne strafrechtliche Verurteilung, ohne dass ein Richter das überprüft. Ja, also das Recht ist da, dass man nach 3 Monaten in Bayern, dass das ein Richter dann prüfen muss und dann jeweils für 3 Monate, dass man dann die Gewahrsamnahme weiter fortgesetzt wird. Bis jetzt war das maximal 14 Tage, auf 14 Tage begrenzt. Jetzt ist das unbegrenzt möglich. Ne? Und gut, jetzt kann man sagen, in anderen Bundesländern gibt es andere Fristen, aber grundsätzlich ist es einfach so, dass meiner Meinung nach so etwas nicht richtig und angemessen ist. Es ist einfach notwendig, dass ein Richter über freiheitsentziehende Maßnahmen entscheidet. Und daran sollte man festhalten und das darf nicht aufgegeben werden. In Nordrhein-Westfalen habe ich in der Taz gelesen, da ist bisher möglich, also bei Leuten, die man für Gefährder hält, sie 2 Tage in Gewahrsam zu nehmen, damit sie eben in diesen 2 Tagen ihre Tat, wo man vermutet, dass sie sie begehen wollen, nicht tun können. Und das will man jetzt auf 1 Monat ausweiten. Das ist ja auch schon riesige Ausweitung. Oder was die Neue Osnabrücker Zeitung geschrieben hat, in Niedersachsen auf 74 Tage und Bayern jetzt sogar 3 Monate. In Bayern scheint es auch am krassesten zu sein, wenn man sich das anschaut, diese Fristen. Na gut. Ja, wir werden sehen, was da passiert. Aber ich glaube, dass es zunächst so ist, dass diese Gewahrsamnahme eigentlich eher ein Ausnahmerecht ist. Aber man kann das natürlich ausweiten. Ne? Und mir ist nicht ganz klar, wofür das gemacht wird, was das für einen Sinn haben soll. Also ich vermute, dass man mit diesem Recht irgendwelche Gefährder oder Leute, die man für Gefährder erklärt hat, dass man die dann einfach festhalten kann und dass man die so lange einsperrt, wie man möchte. Also was ich schon mal in der Zeitung gelesen habe, ist zum Beispiel, wenn da bekannte Hooligans sind, die sich mit, wo es aktenkundig ist, dass sie sich prügeln wollen mit eben Hooligans von einem anderen Fußballverein, dass man sie dann zu bestimmten Spielen dann nicht anreisen lässt. Und mir ist jetzt nicht geläufig, in welchen Fällen man das heute schon anwendet, die Leute kurzfristig jetzt nicht nur die Anreise zu bestimmten Orten zu verwehren, sondern sie direkt 2 Tage einzusperren in Nordrhein-Westfalen. Ja, also ich bin der Meinung, es muss möglich sein in einem Rechtsstaat, dass ein Richter so etwas entscheidet. Wir brauchen so ein Recht nicht. Ich bin grundsätzlich gegen ein Gefährderstrafrecht. Ich bin gegen Feindstrafrecht und bin der Meinung, das ist ein Verfassungsbruch. Das steht im Gegensatz zu den Normen des Grundgesetzes. Und die Freiheitsrechte des Grundgesetzes sollen dem Bürger Schutz vor dem Staat und seinen Behörden bieten. Und das ist eine Reaktion auch auf die Erfahrungen mit der Realität totalitärer Staatsformen. Wir haben ja auch Grundgesetz einen Hausfrieden und wir haben ja auch ein Fernmeldegeheimnis und auch in diese Grundrechte darf ja nur verhältnismäßig eingegriffen werden. Und ich frage mich, wenn so ein Staatstrojaner ist, ob das dann nicht schon eher dem Hausfrieden sogar zuzuordnen ist und nicht nur Fernmeldegeheimnis. Wenn die jetzt nicht nur E-Mails mitlesen. Es gibt natürlich immer mehr Rechte, so etwas. Also am Ende zerstört es jedenfalls die Privatsphäre. Ne? Und die Privatsphäre ist ein ureigenes Menschenrecht und die Grundbedingung eines würdigen und respektvollen Lebens. Und die Privatsphäre war immer ein Bestandteil der Würde des Menschen. Und Edward Snowden hat gesagt, Privatsphäre ist ein Menschenrecht. Die Privatsphäre ist ein Abwehrrecht der Bürger gegenüber dem Staat. Diese Rechte wurden nicht für die Eliten geschaffen. Das Überwachungssystem existiert, um die Eliten zu schützen.
Also das sagt Edward Snowden und der hat das weltweite Überwachungsnetz sozusagen der NSA mit administriert. Der weiß nun wirklich, wie das funktioniert und was da passiert. Ne? Und ja, einen besseren Zeugen kann man eigentlich nicht haben, ja, den man da präsentieren kann und wo man sagen kann, hier, hört auf diesen Mann. Ja. Das ist ja dieses Prism ist ja von der NSA ist ja total verdachtsunabhängig. Da wird ja erstmal massenhaft werden da Daten gesammelt, wo man dann hinterher guckt, was man davon gebrauchen kann oder wann man diese Daten auswerten darf. Mhm. Also sicher, ja. Völlig missverstanden. Das Prism-Programm ist eben im Bereich der Nachrichtendienste, der Geheimdienste. Aber jetzt dieses aktuelle Polizeirecht, das ist eben sozusagen auf der Seite der Polizei und diese Grenze zwischen Polizei und Geheimdienste soll eben aufgelöst werden. Das ist man sieht also, dass sozusagen die Polizei immer mehr Rechte bekommen soll, dass sie Informationen von Geheimdiensten bekommt und dass sie auch Daten, die sie erhoben hat, dann an die Geheimdienste weiterleiten kann. Und also beim Bayerischen Polizeiaufgabengesetz ist es sogar so, dass das Polizeiaufgabengesetz das neue mehr Rechte der Polizei gibt, Informationen zu bekommen, als das Bayerische Landesverfassungsschutzgesetz überhaupt zulässt. Also man sieht daran, dass die CSU daran arbeitet, also diese Schnittstelle zwischen Nachrichtendiensten und Polizeien immer weiter auszuweiten. Und ich halte das für eine falsche Politik. Ich denke, dass ganze gesellschaftliche Bereiche nach der Logik der Polizei und der Geheimdienste umgestaltet werden. Ich denke mir, wenn Leute sich kritisch äußern, dass dann der Geheimdienst guckt, sind die Leute okay, stehen die auf dem Boden des Grundgesetzes, ist ja eine Sache. Aber wenn die Polizei dann auch Aufgaben hat, die normalerweise Geheimdienste haben, dann ist das für die Bürger ja gar nicht mehr unterscheidbar, ob gegen sie ein strafrechtlicher Verdacht vorliegt oder ob das geheimdienstliche Tätigkeiten sind oder ob das zur Gefahrenabwehr ist. Das kann ja, ich denke, für friedliche, sich nur lediglich kritisch äußernde Bürger total eine einschüchternde Wirkung haben. Ja, sicher. Es führt dazu, dass Menschen sich eben auch präventiv verhalten, dass sie eben praktisch sich nicht mehr trauen, ihre Meinung offen zu vertreten. Ne? Aber man muss schon ganz klar sagen, also Geheimdienste haben auch die Aufgabe, eben nach vorne zu gucken, wo Gefahren entstehen können. Und die Polizei hat eben die Aufgabe, also ganz klar, sich an Tatsachen zu orientieren und kann eben auch Menschen irgendwo festnehmen. Und das sind völlig unterschiedliche Aufgaben und deswegen müssen auch ganz andere Mittel dort verwendet werden. Und ich sehe das sehr kritisch, dass also die Polizei auf einmal immer mehr geheimdienstliche Mittel in die Hand bekommt. Ich halte das nicht für den richtigen Weg. Ich bin dafür, dass das weiter getrennt bleibt und dass man schaut, was ist eigentlich wirklich angemessen, was ist wirklich notwendig. Ja, und wie kann man tatsächlich den Gefahren begegnen, die notwendig sind. Und also für mich ist das sehr fraglich, ob diese neuen Polizeigesetze tatsächlich ein sinnvoller Weg sind. Ich muss sagen, dass ich das als Widerspruch sehe zum Grundgesetz. Und ja, es geht immer mehr in die Richtung, dass Vorratsdaten gesammelt werden, dass die Unschuldsvermutung aufgegeben wird und ja, und dass man versucht, aus Massendatenerfassung irgendwelche Gefahren abzuleiten. Und das kann in bestimmten Situationen vielleicht auch mal sinnvoll sein, aber das kann nicht der Hauptweg von Sicherheitspolitik sein oder werden. Ich sehe der Weg und muss man klar sagen, das ist nicht die Aufgabe der Polizei. Ich sehe auch mögliche Verstöße gegen Artikel 9 UNO-Zivilpakt. Da stehen die Rechte auf Freiheit und auf Sicherheit. Also Freiheit in dem Sinne halt nicht inhaftiert zu sein oder zumindest nicht willkürlich inhaftiert werden zu können.
Und das, die gleichen Rechte auf Freiheit und Sicherheit stehen auch in Artikel 6 EU-Grundrechtecharta. Und Recht auf Sicherheit ist eben ein Recht auf innere Sicherheit, dass der Staat auch verpflichtet ist, dafür zu sorgen. Und dass das beides eben auch in Balance zu sein hat. Und ja, ist das hier in Balance oder ist das hier erkennbar aus dem Gleichgewicht? Also ich sehe, dass die Balance verloren geht. Und ich habe ja gesagt, was Schäuble eben gesagt hat vor einigen Jahren, und ja, und ich sehe, dass sich dort diese ganze politische Situation weiter zuspitzt im Bereich der Innenpolitik. Also ich bin der Meinung, dass personenbezogene Daten zu einem menschenwürdigen Leben dazugehören und dass wir auch Anspruch haben als Bürger auf ein überwachungsfreies Lebensumfeld. Also wir haben Anspruch auf eine Privatsphäre. Wir haben Anspruch auf den Schutz der Wohnung und der Daten, die dort theoretisch erhoben werden können. Und wir haben Anspruch darauf, dass wir darauf vertrauen können, dass die Polizei sich an Fakten orientiert und nicht an irgendwelchen Mutmaßungen. Der Charakter unserer Gesellschaft ändert sich und das ist schleichend, das ist langsam, das ist jetzt nicht so, dass wir morgen alle Angst haben müssen, dass wir da verhaftet werden, aber langfristig ändert sich damit auch unser Lebensumfeld und unsere Realität. Und das ist Politik der CDU-CSU in Deutschland aktuell, und ich bin der Meinung, dass es gut ist, wenn Menschen auf die Straße gehen und sich dagegen stellen. Nehmen wir einmal Menschen orientieren wie Snowden, die mutig da vorangegangen sind und gezeigt haben, dass sie auch bereit sind, für ihre Ideale einzustehen, auch dann, wenn es schwierig wird. Nehmen wir einmal das, was man ja auch als Begründung zum Teil gegeben hat. Man will mehr gegen den Terror unternehmen, man will vor allem auch präventiv genug tun. Gäbe es denn zur Verhinderung von Terroranschlägen sinnvolle andere Maßnahmen, außer diese massive Ausweitung dieser vorbeugenden Haft jetzt auf 1 bis 3 Monate? Also ich denke, es ist wichtig, wenn man das analysieren will, immer genau zu gucken, woher kommen eigentlich woher kommt dieser Extremismus, diese Form von Extremismus, mit der man jetzt da konfrontiert wird, ne? Und wenn man jetzt den islamischen Terrorismus sieht, dann sieht man, dass das im Wesentlichen religiös-radikale Fundamentalisten sind, also Salafisten zum Beispiel oder meistens Salafisten, und die benutzen eben das Internet für Propaganda und die radikalisieren eben zum Teil ihre Anhänger dann übers Internet mit ihrer Propaganda. Und religiös-radikalen Fundamentalisten sind schon vorher da und werden auch unterstützt von Regierungen. Und man sieht ganz deutlich, dass in Frankreich und Belgien, wo Salafisten überall islamische Moscheen errichten konnten, die dem wahhabitischen Glauben anhängen, dass dort auch eben sehr stark Terrorunterstützer waren, ne? In Deutschland hat man das verhindert. Die einzige Stelle, wo so etwas war, das war in Bonn, wo damals, das war damals die Bundeshauptstadt, dort gab es diese König Fahd Akademie, die von Saudi-Arabien finanziert wurde, und auch in Bonn gab es dann auch einen der ersten Anschläge auf dem Bahnhof, der dann aber schiefgegangen ist in Bonn. Aber man sieht also ganz klar, es gibt religiöse Fundamentalisten, die vorhanden sind, und diese Strukturen werden genutzt zur Radikalisierung und zur Verbreitung von Terror. Dort ist die eigentliche Quelle, und die nutzen sozusagen Techniken, die heute eben möglich sind, wie das Internet. Da muss man ansetzen. Also man muss genau gucken, was sind das eigentlich für Leute, die dort eine Moschee aufmachen, und wenn dort eben Ideale gepredigt werden, die in eine Richtung gehen, die nicht mit der Demokratie und mit dem Rechtsstaat vertretbar sind oder vereinbar sind, dann muss man daraus auch rechtliche Schlussfolgerungen ziehen und dort eben auch die Tätigkeit dieser Organisationen begrenzen. Also das halte ich für ganz wichtig.
man sieht eben also sozusagen, dass dieser Terrorismus nicht aus dem Nichts kommt, sondern dass es eben ideologische Strömungen gibt und dass es Regierungen gibt, die so etwas unterstützt haben. Also der IS beispielsweise eben aus dem Gebiet Irak-Syrien, der ganz gezielt versucht hat, mit Internetpropaganda Menschen zu radikalisieren, die Saudi-Arabien, die ihre Moscheen eben dort gebaut haben mit viel Geld und Prediger finanziert haben. Wenn man das in Nigeria sieht, was da mit Boko Haram passiert, ne, also oder früher in Ägypten, wo in Ägypten mal eine islamistische Regierung an der Macht war, die dann auch versucht hat, Menschen im islamischen Kontext zu radikalisieren, als es um diese Mohammed-Karikaturen ging. Das wurde ganz klar von der damaligen ägyptischen Regierung eben unterstützt, diese Radikalisierung, und das muss man sehen. Es gibt also praktisch Regierungen, die vorhandene religiös-radikale Fundamentalisten unterstützen. Und dort sind Ansatzpunkte, wo man was dagegen tun könnte jetzt, wo man das analysieren muss und klar sagen muss, dort müssen wir irgendwo gestaltend eingreifen. Das heißt, dass wir jetzt christliche Werte über die islamischen Werte legen sollen, das meine ich damit nicht. Aber dass man eben Grenzen auch durchsetzt. Das heißt aber nicht, dass Menschen entrechtet werden und dass man den Rechtsstaat als Ganzes damit jetzt versucht, in Frage zu stellen. Das heißt, also es gar nicht so weit kommen lassen, das sollte so radikalisiert werden, sondern lieber mal ein Geheimdienstler, der die entsprechende Sprache, der vielleicht Arabisch spricht oder Türkisch spricht, in die Moschee gehen lassen und hören, was wird da eigentlich gepredigt. Also im Vorfeld gucken, was machen die Leute eigentlich. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Also ich denke, es ist wichtig, was jetzt auch gemacht wird von der Bundesregierung oder von Universitäten, dass jetzt auch Leute ausgebildet werden, die eben, sagen wir mal so, mit unseren Werten im Grundgesetz vertraut sind, die eben auf deutschen Universitäten sozusagen als Prediger ausgebildet werden, als Imam. Das ist auch ein Weg, und das müssen jetzt nicht zwingend Geheimdienste sein, aber man muss natürlich die Informationen, die vorliegen, eben nutzen, um eine vernünftige Entwicklung zu fördern. Ja, also das heißt aber nicht, dass man irgendwo in aller Welt Kriege führen muss, wo man solche Konflikte eben verstärkt. Und man muss ganz klar eben sich gegen Strukturen wenden, die eben solche Fanatisten eben nutzen oder versuchen einzuspannen für ihre Zwecke. Das muss man, also dafür sind auch Geheimdienste da. Das ist jedenfalls meine Meinung bezüglich Geheimdienste. Also die müssen so etwas identifizieren, erkennen, und dann muss aus diesen Informationen eben auch die Regierung Schlussfolgerungen ziehen. Ja, und das ist aber keine Aufgabe der Polizei, sondern das ist eine Aufgabe von Geheimdiensten, die dann Informationen erarbeiten müssen, damit die Regierungen vernünftig arbeiten können. Also darin sehe ich eine Existenzberechtigung für Geheimdienste. Wenn man meint, sowas ist gar nicht nötig, dann kann man die auch abschaffen, also die Geheimdienste. Aber es gibt sicherlich sehr unterschiedliche Meinungen zu. Aber was auf jeden Fall nicht nötig ist, ist, dass Geheimdienste dazu verwendet werden, Massendaten zu erfassen, oder auch die Polizei eben, dass die Massendaten erfassen und dann versuchen, die Bevölkerung zu rastern und dann bestimmte Klassen von Leuten auszufinden, wo man versucht, deren private Daten zu untersuchen, immer weiter zu vertiefen und dann auf diese Weise zu irgendwelchen Schlussfolgerungen zu kommen. Das ist der falsche Weg, meine ich. Und ich verstehe. Sicherheit wird nicht erreicht, indem man immer den Datenschutz immer weiter zurückdrängt und indem man mit Daten arbeitet, die quasi eigentlich für ganz andere Zwecke erhoben wurden. Das heißt, wenn Daten für andere Zwecke verwendet werden, als die für sie erhoben wurden, muss das klar geregelt sein und muss eine Gesetzesgrundlage haben und die eng genug gefasst ist. Das eine ist sicherlich die Gesetzesgrundlage, das ist richtig. Das andere ist aber auch, dass man
das, was man als Datenschutzrecht kennt, dass man das auch anwendet. Ne? Also es ist ein Bestandteil des Datenschutzes, dass man sagt, dass man Daten zu einem bestimmten Zweck erhebt, also dass man nicht Massendatenerfassung macht, sondern gezielt Daten erhebt und für einen bestimmten Zweck und dass man dann auch für diesen Zweck, für den die Daten erhoben werden, dann die Daten auch verwendet werden. Ne? Also das ist einerseits natürlich hat das eine rechtliche Seite, dass man das entsprechend im Recht festlegt. Das andere ist, dass man sich auch daran hält, dass man diese Daten dann auch dafür verwendet und nicht für irgendwas anderes. Ja. Ansonsten hat man riesige Berge von Datenmüll und man schafft irgendwelche Gefährder, die man dann überwachen kann. Damit schafft man vielleicht Arbeitsplätze bei der Polizei, aber da schafft man nicht mehr Sicherheit. Man verliert vielleicht die wirklich gefährlichen Leute dann aus dem Blick, wenn man zu viel die Schwelle zu niedrig senkt, was man als Gefährder ansieht. Ja, und ich denke auch, dass eben das Vertrauen in der Bevölkerung verloren geht. Weil wenn man erlebt, dass das eigene Handy immer schneller dass der Akku seine Laufzeit immer stärker verringert und dass irgendwelche Dienste auf die eigenen Handys auf das eigene Handy zugreifen und damit sozusagen, dass man selbst das eigene Handy gar nicht mehr verwenden kann in bestimmten Sachen, in Situationen irgendwo, weil eben der Akku leer ist, weil irgendwelche Leute meinen, man müsse einen überwachen, dann ist das ein Eingriff des Staates und wenn ich auch solche Behörden sehe, wie die CITES, ne, eben diese Zentralstelle, die da jetzt geschaffen wurde in München, um Big Data Analysen durchzuführen, da frage ich mich, wofür wird das gemacht, ja? Ich meine, das kostet alles Steuergelder und das Vertrauen in die eigene Infrastruktur, in die Telekommunikation wird einfach massiv immer weiter zerstört und ich meine, ich glaube, dass das für die Gesellschaft nicht gut ist. Big Data Analyse hört sich ja so an, wie wenn man jetzt bei einem Menschen, der irgendwo einem verdächtig vorkommt, praktisch aus allen Dateien, wo man zugreifen kann, versucht, möglichst viel dort zusammenzusuchen, um sich ein komplettes Bild von dem zu machen. Ich meine, da müsste doch eine gewisse Eingriffsschwelle sein, dass man entweder den verdächtigt, dass er eine Tat begangen hat ab einer gewissen Schwere oder dass er eine Tat vorhat ab einer gewissen Schwere, dass man sowas überhaupt machen darf. Ja, es gibt ja sicherlich dafür Regeln, aber es wird auf der anderen Seite eben die bei der technischen Infrastruktur immer mehr das ausgeweitet. Ne? Also wozu muss diese CITES auf mein Auto zugreifen können, ja, durch solche Hintertüren, ja? Warum müssen die auf meinen Computer zugreifen? Warum müssen die auf mein Smart-TV-Gerät zugreifen? Also das kann man sicherlich, wenn man will, das auch irgendwie so begründen, dass sich das irgendwie schlüssig anhört, aber das ist widersprüchlich. Das ist falsch, das ist der falsche Weg. Vielleicht denken die, dass man Datenmüll, das, ja. Vielleicht denken die, wenn sich jemand gerne abhören wollen, dass der vielleicht freier redet vom Fernseher oder im Auto anstatt vom Telefon und dass man da zusätzliche Abhörmöglichkeiten hat oder vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Ich kann nur sagen, dass ich den Weg grundsätzlich für falsch halte und dass wir uns am Rechtsstaatsprinzip orientieren müssen. Und das berührt die Menschenwürde im Kern und die Verfassungsgrundsätze, die wir haben, sind im Grundgesetz festgeschrieben und unterliegen der Ewigkeitsgarantie und die können nicht abgeschafft werden und ja, wir müssen unsere Privatsphäre verteidigen und dass der Staat sagt, er will verhindern, dass irgendwelche Leute ihre Nachrichten verschlüsseln, die terroristische Ziele haben, das kann ich verstehen, aber das muss gezielt stattfinden und dass die Polizei den Weg in die Massendatenerfassung geht, das ist ein falscher Weg und ja, es ist falsch, wenn die Polizei versucht, diese Einschreitschwellen wenn der Staat versucht, für die Polizei die Einschreitschwellen immer weiter abzusenken und den Datenschutz zurückzudrängen. Ich bin der Meinung, Polizei soll Polizei bleiben und die haben genug Rechte, um die nötigen Aufgaben zu erfüllen und
Sie brauchen keine weiteren geheimdienstlichen Aufgaben übertragen zu bekommen. Ich sehe es auch irgendwo als einen krassen Gegensatz zur Datenschutzgrundverordnung, die jetzt auf 25. Mai gilt, die jetzt praktisch vor allem alle Privaten trifft, dass man da, wenn man da Datenschutz verletzt, zahlt man bis zu 20 Millionen Bußgeld. Und hier weicht man den Datenschutz total auf und das schon zur Gefahrenabwehr. Das ist das ist kein Verhältnis zueinander. Ja, also grundsätzlich begrüße ich diese neue Datenschutzgrundverordnung und ich bin der Meinung, das ist richtig. Es ist natürlich eine Umstellung für diejenigen, die Webseiten betreiben, dass sie da jetzt eben zusätzlich Texte aufnehmen müssen. Aber die großen Konzerne wie Google und so, die also riesige Datenmengen sammeln oder so, die werden dort zur Transparenz gezwungen. Und wenn das tatsächlich umgesetzt wird, so wie es geplant ist, ist das auf jeden Fall eine Verbesserung des Datenschutzrechts. Naja, ich sehe da auch Zensurpotenzial drin, aber klar, bleibt abzuwarten, was daraus jetzt wird. Ja, aber also ich sehe dort im Moment nicht so die Probleme, weil es kann natürlich sein, dass es dort auch irgendwelche Probleme gibt, aber ja. Ich bin der Meinung, das ist Datenschutzrecht und also steht, es ist richtig auf jeden Fall, dass das natürlich gegeneinander steht, dass da auf der einen Seite Datenschützer stehen, die eben versuchen, den Datenschutz voranzubringen und dann eben sowas wie so eine Datenschutzgrundverordnung eben einführen wollen. Und es gibt ja mittlerweile auch in den USA auch schon Leute, die sagen, wir wollen auch sowas haben, was in Europa ist, ne? Also im Senat bei der Befragung dort zu Facebook dort wurde das ja auch ausgesprochen. Ja, ich finde, das ist eine gute Entwicklung und die Bürgerrechte müssen im Bereich dieser elektronischen Medien eben gewahrt werden. Und da kann man natürlich unterschiedliche Meinungen haben, ob das jetzt, ob diese Datenschutzgrundverordnung jetzt der beste Weg ist oder ob man das vielleicht anders machen müsste, aber es ist ein Anfang und es ist es ist ein Versuch, den Datenschutz weiter zu implementieren. Und was wir hier sehen, eben mit dem Polizeiaufgabengesetz, das ist eben der Versuch, Polizeirechte auszuweiten und eben zu verhindern, dass die Trennung zwischen Geheimdiensten und Polizei unhintergehbar ist. Jetzt einmal angenommen, das wird so ungebremst beschlossen. Was kann man denn danach noch tun? Ja, das eine ist, Gesetze lassen sich ja ändern. Ne, das muss ja nicht so bleiben. Wer CSU wählt, der bekommt dann eben auch Überwachung. Und ich denke, man muss immer wieder deutlich machen, wo die Grundlagen liegen für diese falschen Entwicklungen. Ne, also woher der Gefährderbegriff kommt und was das Feinstrafrecht eigentlich ist und was das bedeutet. Das heißt, man, wie das führen kann. Zum Beispiel in Bayern konnte man zum Beispiel bei der Landtagswahl dann etwas anderes wählen. Zum Beispiel eine der Parteien, die dagegen protestieren. Genau. Und UDP, das dann wieder geändert zu bekommen, wenn die Parteien gemeinsam eine Mehrheit hätten, die dagegen protestieren. Ja, dass die, wenn die CSU ihre absolute Mehrheit verliert, wird sie nicht in dem Maße solch eine Politik fortsetzen können. Also ich sehe da einen großen Widerspruch, dass der Ministerpräsident Söder überall Kreuze aufhängen will, aber es geht ihm nicht um christliche Inhalte, sondern um eine christliche Kultur, die er nach vorne bringen will, irgendwie so als Majoritätskultur. Ja, aber auf der anderen Seite werden unsere christlichen Werte, wie sie in der Bibel stehen, im Grunde genommen verraten. Im Polizeirecht zum Beispiel. Ja. Ich sehe da Widersprüche. Also es kann natürlich Leute geben, die da keinen Widerspruch sehen, klar, aber ich sehe Widersprüche. Wenn man sich damit beschäftigt, wird man sie finden, die Widersprüche. Und an ihren verfassungswidrigen Gesetzen kann man sie erkennen, nicht wahr?
Okay, ich bedanke mich für das Interview. Ja, alles klar. Schönen Abend. Tschüss. Danke, gleichfalls.